A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Herzlich willkommen beim Let's Play Tomb Raider. Wir sind gestrandet. Mit unserer Expedition. Konnten uns gerade so vom Schiff befreien, an Land schwimmen und haben dann eins auf die 12 bekommen. Allerdings wissen wir nicht von wem. Und jetzt hängen wir einfach ein bisschen ab. Okay, wir müssen irgendwie da runterkommen. Okay, vielleicht ein bisschen sanfter als er. Oh ja, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ah, fuck. Volltreffer. Scheiße. Das ist eine gute Idee ist. Okay, wir sollten unbedingt zu unseren Freunden zurückfinden, die wir am Strand noch gesehen haben. Oh Gott. What the fuck? What is this place? What happened to you? Und wer bist du?
Und wie lange dauert es wohl, so viele Kerzen anzuzünden? Ich glaube, wir hauen hier mal besser ab. Feuer scheint schon mal eine entscheidende Rolle zu spielen in dem Spiel. Ich höre was. Überlebensinstinkt. Ah, okay. Während man in den früheren Teilen noch gerade... Ich erinnere mich gerade noch an den ersten Tomb Raider... Das erste Tomb Raider-Spiel, das es überhaupt gab, wie ich stundenlang irgendwelche Rätsel versucht habe zu lösen. Und habe einfach die Lösung nicht rausgefunden, bis ich dann damals in irgendwelche PC-Zeitschriften mir die Komplettlösung angucken musste. Da kommt sowas wie der Überlebensinstinkt schon genau richtig für mich. Okay, wir sollten vielleicht schnell weg, die kleine Explosion, die wir ausgelöst haben. Wow. What the fuck? Wer ist das? War das der Typ, der uns verschleppt hat? Keep moving, Lara. Schön weiter. Wir sind auf jeden Fall scheinbar unterirdisch. Wir müssen dahin. Das ist versperrt. Fässer schon explosiv zu sein, okay. Da komme ich nicht hoch. Ach, die haben wir im Wasser gelöscht. What kind of contraption is this? Wenn's leuchtet, heißt es anzünden. Das ist zu Weihnachten auch immer so. Alles, was leuchtet, wird angezündet. Inklusive dem Weihnachtsbaum. Es wird angezündet. Okay. Das bringt irgendwie nichts. Was da drüben? Ah. Ah, jetzt ergibt das doch Sinn. Unsere kleine Lara ist eine Pyromanin. Nicht
jetzt hier raus, hier das Ding schon je genau irgendwie zusammenzubrechen. Was ist da denn? Ein riesiges Schiff. Noch ein Schiff. Ah, bist du schon wieder. Und schon haben wir die falsche Taste gedrückt. Scheinbar. Mit der Bedienung muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Ich habe es zwar angespielt und ausprobiert, aber so richtig scheint es damit gar nicht warm geworden zu sein. Jetzt auch. Sieht aus, als wäre es schon eine Weile hier, der Kerl. Aber jetzt hat er es geschafft. Und jetzt auch raus hier. Ich schon wieder. Na komm. Na komm weiter. Raus da, komm raus da. Geschafft. Sieht eigentlich sehr friedlich aus, wenn man von den ganzen Schiffs- und Flugzeugwracks mal absieht. Da scheinen sich ein paar schon hier verirrt zu haben. Auch früher schon. Und damit nochmal herzlich willkommen bei Tomb Raider. Es erinnert ein bisschen an Lost. Wahrscheinlich sind wir auch auf einer Insel. Aber wichtig wird sein zu überleben und unsere Freunde zu finden, weil alleine auf einer Insel zu überleben, dann könnte ich auch The Forest spielen. Das war nicht der Plan. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Tomb Raider gespielt habe. Das muss schon unglaublich viele Jahre her sein. Wahrscheinlich war das wirklich noch der erste oder zweite Teil. Da wo Lara so einen netten Handstand immer beim Hochspringen machen konnte. Nicht nach unten schauen. Schlechte Kameraperspektive dafür. Jawohl. Wir finden schon deine Freunde. Es scheint ein Sturm aufzuziehen. Vielleicht sollten wir irgendwie uns mal in Sicherheit bringen. Und wir nicht die ganze Zeit am Strand rumlaufen. Okay, das erinnert doch schon ein bisschen an Lost, oder? Auseinander, an dem ich mich ranhänge. Schlechtes Karma. Come on, come on. Ja, komm. Ja. Geschafft. Wo? Ja, in-game fängt es an zu stürmen und zu regnen.
Das ist irgendwie bei mir gerade auf am Fenster nicht anders. Ein Sauwetter. Und da haben wir doch schon ein paar Reste gefunden von unseren Kameraden. Kamera, Streichhölzer. Walkie-talkie. Sam? Roth? Can anyone hear me? Got to find him. Dann folgen wir mal den Spuren. Wer weiß, wie lange wir da in der Höhle überhaupt rumhingen. Ist aber auch ein kleiner Tollpatsch. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Ja, dann ist es ja doch wie in The Forest. Wir bauen uns ein Shelter, wir machen ein Feuer, suchen uns was zu essen, nehmen ein bisschen Medizin, fällen Bäume. Ja, aber du solltest dich auf jeden Fall ein bisschen aufwärmen. Ah, ein Streichholz, das war ja klar. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch ein Windzug. Na bitte. Es muss ja wenigstens einmal was klappen. Jetzt erstmal aufwärmen. Warten, bis der Sturm vorbei ist. Genau, gucken wir einfach ein paar Videos. Here's the soon to be world famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestress, yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Ross trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Sam scheint eine gute Freundin zu sein. I'm not serious about this expedition, Lara. But it's not just Sam's family funding us, I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch.
I'm the lead archaeologist here. And what about you, lost in the field with a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in the East Asian history. Why don't you stick to boats, Mr. Grimm? Chef, don't talk about me. That's a chef. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Laura, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Sie waren also auf der Suche nach einer Insel. Der Sturm ist vorüber. Wir brauchen etwas zu essen. Kein Wunder, was wir alles durchgemacht haben. Aber bevor wir uns was zu essen suchen, machen wir ein kleines Päuschen, denn ich habe auch Hunger. Und es geht mit der nächsten Folge weiter. Schaltet wieder ein. Bis dann.